Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Wie ihr es vielleicht schon mitbekommen habt, habe ich in der Vergangenheit bereits zwei Videos zu einem sehr, sehr coolen Produkt gemacht. Es handelt sich hierbei um den XGIMI Horizon Pro 4K HDR Beamer. Ein richtig fettes Teil. Ich bin nach wie vor verdammt zufrieden mit dem Ding. Und da möchte ich euch heute, wie ich es ja bereits angekündigt habe, auch mal ein absolutes Langzeitfazit geben. Ja, also komplett drüber sprechen, so wie er mir jetzt im Endeffekt gefällt, ob ich ihn an euch weiterempfehlen kann. Nochmal kurz auf die ganzen Specs drauf eingehen, ob die auch dafür reichen und so. Und dafür habe ich mir auch einen Special Guest an die Seite geholt. Den werdet ihr auch noch im Video sehen. Ich wünsche euch jetzt also ganz viel Spaß dabei. Wie bereits erwähnt, handelt es sich bei dem Horizon Pro um einen 4K HDR Beamer. Um genau zu sein, ist es HDR 10 und das Ganze läuft dann in Kombination mit einer maximalen Helligkeit von 2200 Ansiedlungen. Wenn man das jetzt mal vom Datenblatt in die Praxis überträgt, bedeutet das, dass es wirklich ein schon sehr heller Beamer ist. Ihr könnt also auch bei Tageslicht relativ easy, ohne jetzt irgendwie abzudunkeln oder ähnliches, darauf Filme und so weiter gucken, was natürlich vor allem an HDR 10 liegt. Natürlich ist es nochmal so, dass wenn ihr jetzt eine Leinwand oder ähnliches habt, dass es dann nochmal deutlich besser aussieht, aber wenn ihr einfach nicht die Möglichkeit habt, irgendwo eine Leinwand oder so anzubauen, dann reicht auch die kahle Wand dafür aus. Das funktioniert sowohl auf glatten Wänden als auch, wie ich es jetzt auch bei mir getestet hatte, zeitweise auf Raufasertapete. Sieht man natürlich dann so ein bisschen im Video, macht aber im Grunde genommen nichts aus und relativ schnell habe ich mich auch daran gewöhnt. Jetzt könnt ihr natürlich auch sagen, ja okay, ist jetzt kein OLED-Fernseher oder so. Das kann man aber auch eigentlich jetzt nicht mit einem Beamer vergleichen, da es ja nochmal eine ganz andere Bilddarstellung ist. Was man auch nicht vergleichen kann, ist die Größe, denn ihr könnt mit dem Horizon Pro ein Bild von bis zu 300 Zoll an die Wand projizieren. Wenn wir das jetzt mal mit dem Fernseher vergleichen, dann kann ich euch sagen, ich habe meinen 65 Zoll OLED-Fernseher natürlich nach wie vor zu Hause, der ist auch schon groß, aber 300 Zoll sind dann nochmal ungefähr so das Fünffache und das macht dann doch nochmal einen wirklich starken Unterschied aus. Natürlich ist das auch nochmal ein bisschen von der Entfernung und so abhängig, was aber euch auch dazu beiträgt, dass das Bild eben perfekt dargestellt wird, ist, dass der XGIMI Horizon Pro eine komplett eigene Bildkalibrierung und Darstellungseinstellung vornimmt. Das bedeutet also, ihr macht den Beamer an, er erkennt die Wand, korrigiert dann perfekt, dass alles schön gerade ist, auch die Trapezkorrektur, es funktioniert alles einwandfrei und auch der Autofokus, gerade der ist sehr spannend, denn am Anfang ist das Bild so ein bisschen unscharf und man denkt sich, ja, okay, wird es jetzt noch besser? Und dann fokussiert er ran und dann seht ihr erstmal, wie gestochen scharf das überhaupt aussieht. So, Freunde, live aus Berlin eingeflogen. Marvin macht's vom Kanal. Marvin macht's. Der ist jetzt auch hier am Start und möchte auch nochmal ein bisschen seinen Senf dazugeben, denn er ist ja auch ein stolzer Besitzer von dem Horizon Pro. Deswegen können wir uns hier auch so ein bisschen austauschen mit unseren Erfahrungen. So, Marvin, also erstmal kannst du ja mal erzählen, was du jetzt so grundsätzlich mit dem Beamer am meisten machst, weil wir haben den auch zusammen ausgepackt und so und eigentlich seit Anfang an gleichzeitig so benutzt. Tatsächlich für zwei Anwendungsfälle. Auf der einen Seite schaue ich sehr viel Filme damit, weil das unglaublich viel Spaß macht. So ein riesiges Bild, HDR, die Farben sind super. Ja. Auf der anderen Seite Nintendo Switch, also meine absolute Lieblingskonsole, zocke ich aktuell wirklich fast täglich abends mal ein, zwei Stündchen. Auch mal mit dem Major Tech, Grüße gehen raus, mal eine Runde Mario Party. Grüße gehen raus. Und das macht schon wirklich sehr viel Spaß auf dieser riesigen Fläche, wenn man da Mario Party spielt oder Mario Kart und dann hat man vier Gäste oder drei Gäste, macht das an die Wand, das macht einfach Bock. Genau, also man muss ja auch dazu sagen, du hast jetzt nicht unbedingt irgendwie 6-7 Meter so Distanz zu dem Beamer, hast du also auf relativ kurzer Distanz hingestellt. Ist vielleicht auch mal für einige Leute nochmal interessant, die nicht so viel Platz haben. Trotzdem hast du natürlich ein deutlich größeres Bild jetzt als bei einem 65 Zoll Fernseher oder so. Ne? Genau, und was mich auch immer wieder wundert, der Beamer steht quasi vor mir auf dem Tisch und trotzdem hört man ihn nicht, sobald man irgendwie den Ton anhat. Weil er ja wirklich diese Harman-Kardon-Lautsprecher hat, die auch wirklich einiges unter der Haube haben. Genau, also da können wir auch direkt mal über die Lautsprecher sprechen. Da war ich auch direkt von Anfang an sehr angetan von. Denn XGIMI hat eben hier diese Zusammenarbeit mit den Harman-Kardon-Lautsprechern. Und das merkt man schon, wenn man das jetzt vor allem mal so mit anderen Beamern von anderen Herstellern vergleicht. Da ist der Sound so, ja, weiß ich nicht. Also da ist es schon von Vorteil, wenn man da irgendwie nochmal dann irgendwie ein Soundsystem oder ähnliches anschließt. Könnt ihr bei dem XGIMI natürlich auch zusätzlich noch machen. Ist aber in meiner Meinung nach, zumindest wenn ihr den jetzt nicht in einem richtigen Heimkino benutzen möchtet, gar nicht unbedingt vonnöten, denn die Lautsprecher sind richtig gut und übertönt vor allem auch die Lüfter. Du hast es ja gerade schon angesprochen, es ist sehr leise, das Gerät, auch jetzt bei 4K HDR-Filmen oder ähnliches, hört man den echt null. Also ich habe ihn nie irgendwie wahrgenommen oder so und das ist schon echt entspannt. Ja, und bei mir selbst jetzt nach mehreren Monaten der Nutzung bin ich immer noch begeistert. Wenn ich den einschalte, denke ich mir so, wow, weil das Bild sieht einfach so gut aus. Das Menü ist schon super gut gestaltet und das sieht einfach mega schick aus. Genau, also die Bedienung ist meiner Meinung nach eigentlich auch so einer der Hauptpunkte, weswegen es so entspannt ist, mit dem Ding was zu machen, weil wir haben ja hier Android TV drauf installiert. Android 10 auch, ne? Genau, Android 10 und das ist natürlich dann auch nochmal deutlich entspannter, so durchzunavigieren. Es fühlt sich halt so an, als hättet ihr jetzt einen Chromecast oder so angeschlossen, ne? Oder allgemein, ihr habt quasi wirklich einen Beamer, einen smarten Beamer. Also ihr habt da eben dieses Ding eingebaut, einen integrierten Chromecast, so wurde es auch, glaube ich, gesagt, ne? Genau, du kannst so wirklich auch die Sachen vom Handy streamen oder
YouTube-Videos vom Handy anmachen und dann auf den Beamer schmeißen und so. Ja, das ist schon sehr, sehr fein und dementsprechend ist die Bedienung da auch sehr entspannt mit und die Fernbedienung gefällt mir auch echt gut. Sehr hochwertig, relativ klein. Ja. Alle Knöpfe, die man so braucht, gefällt mir auch besser als jetzt zum Beispiel die von meinem LG OLED-Fernseher. Die ist komplett aus Plastik. Die von Xgimi, die ist halt aus Aluminium. Sieht halt nochmal deutlich besser aus. Und ja, wir kommen dann jetzt auch mal direkt zum letzten Thema. Marvin hat es auch schon mal kurz angeschnitten, ja, und zwar Gaming. Das haben wir auch hier ausgiebig für euch getestet und ich habe da auch ein separates Video dazu gemacht. Beide Videos, die ich über den Beamer gemacht habe, findet ihr natürlich nochmal in der Beschreibung, sowie auch das von Marvin oder die Videos von Marvin und auch sein Kanal. Ehre! Ja, ja, so und ja, Gaming auch eine sehr geile Sache, gerade eben Partyabende mit Mario Party, aber auch Mario Kart. Du hast auch eine Xbox, ne? Genau. Xbox Series X geht da auch ran, könnt ihr also auch Forza, Call of Duty und so zocken. Muss man natürlich immer schauen, bin ich komplett, wie gesagt, in meinem Gaming-Video drauf eingegangen mit der Reaktionszeit und so. Es gibt aber einen Gaming-Modus, ne? Ja. Und dadurch funktioniert das dann doch relativ latenzfrei und gerade bei Mario Kart oder so, das ist ja dann doch mal ganz geil, wenn man eben auf so einem großen Monitor mit zwei oder vier Leuten oder so zockt, ne? Ja, also eure Freunde werden euch dankbar sein, wenn ihr das mit nach Hause bringt und ja, was ist jetzt so dein abschließendes Fazit? Kannst du den jetzt vor allem auch für den Preis von aktuell 1690 Euro weiterempfehlen? Würdest du sagen, ja, guck mal dann lieber nach Alternativen oder würdest du sagen, ja, genau der ist es? Ich würde schon sagen, dass es eigentlich genau der ist. Also wer halt für Leute, die einen kompakten Beamer suchen, würde ich schon sagen, den auf jeden Fall mal genauer anschauen, denn für den Preis kriegt man hier einfach ein super krasses Bild. Mhm. Klar, ich habe jetzt nicht jeden anderen Beamer getestet, den es auf der Welt gibt, so, aber gerade weil er so kompakt ist und ihr bekommt das Android und den guten Sound, das ist eigentlich, ihr habt halt diese All-in-One-Box, die alles kann. Genau, richtig. Also ich kann mich dem auch nur absolut anschließen. Ich habe jetzt auch bisher schon ein paar Beamer getestet. Bisher war es aber wirklich der Beste. Sagen auch echt viele Kollegen, Marvin sagt es, Jorma sagt es und auch ganz viele andere YouTube-Kollegen, die dazu ein Video gemacht haben. Und dementsprechend kann ich euch und Marvin den auch wahrscheinlich auf jeden Fall ans Herz legen. Aktuell bekommt ihr den, wie gesagt, für so um die 1700 Euro. Rabattaktion gibt es auch immer mal wieder. Link ist in der Videobeschreibung. Und ihr könnt auch mal gespannt sein, da kommen noch mehr Videos von Xgimi, mehr Videos zu Beamern. Könnt ihr gerne den Kanal schon mal abonnieren. Geil. Und ja, auch bei Marvin vorbeischauen. Danke, dass du dabei warst. Ja, immer gerne. Für deine bescheidene Meinung. Wir machen uns jetzt noch einen richtig fetten Abend hier und gucken uns noch ein paar Filme auf Netflix an. Oh ja. Mit dem Xgimi natürlich. Also Leute, haut rein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ciao.